Die Bauern stehen vor dem neuen Bahnwerk in Cottbus, bringen ihren Protest zum Bundeskanzler, der im Bahnwerk erwartet wird. Dafür sind sie mit ihren Traktoren extra angereist. Die Streichung der Agrardieselsubvention muss in ihren Augen weg, ohne Kompromisse. Man muss sich echt überlegen, ob man dann nicht sagt, wir hören lieber auf mit Landwirtschaft und suchen uns was anderes. Weil halt, ja, die Erträge einfach nicht das Geld bringen, um übers Jahr zu kommen. Das Hubkonzert ist bis in die Werkshalle zu hören. Das neue ICE-Instandhaltungswerk soll einen Teil der Jobs ersetzen, die durch den Kohleausstieg wegfallen. Es ist das erste fertige Leuchtturmprojekt in der Lausitz. Der Protest ist da nur eine Randnotiz. Wir leben ja in aufgeregten Zeiten. Ein bisschen haben wir das auch gehört. Und auch das gehört zur Demokratie dazu, dass man sich seine Meinung sagt. Aber hier ist jetzt an dieser Stelle doch zu sehen, wie richtig was vorangeht. Sie können stolz sein auf das, was sie geschafft haben. Die Feier ist kurz. Im Anschluss treffen Kanzler und Brandenburgs Bauernpräsident aufeinander. Ich glaube, es ist mir gelungen, deutlich zu machen, damit wir neben einer Diskussion um einen Bundeshaushalt auch eine Diskussion darüber führen, wie kriegen wir die Agrarwirtschaft fit in unserem Land, in Brandenburg mit seinen besonderen Standortfaktoren, genauso wie in den anderen Bundesländern in Deutschland. Es geht um mehr als den Agrardiesel. Am Montag werden die Bauern in Berlin demonstrieren.